Na, Freunde, habt ihr auch so Lust auf die neue Gartensaison wie ich? Ja, dann seid ihr hier genau richtig, denn ich habe für euch einen Gartenrundgang über 2, 3 Wochen gefilmt mit vielen, vielen Aussaaten und der macht wirklich richtig Lust auf Frühling. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und los geht's. Ja, anfangen werden wir heute in diesem Video mit den ersten Steckzwiebeln, und zwar rote Steckzwiebeln, weiße Steckzwiebeln und wir haben auch Knoblauch dabei. Gedüngt wird hier jetzt mal mit Schafwolle. Ich habe ein paar Probesets bekommen und die werde ich direkt mal ausprobieren. Stuttgarter Riesen kennt sicherlich jeder. Die werden wir heute hier auf diesem Stück aussäen. Das ist 10 Meter lang. Das geht genau am Folientunnel entlang. Leider konnten wir nicht ganz dran. Da haben wir eine Reihe Tulpen gepflanzt im Herbst. Und jetzt wird das Beet erstmal vorbereitet. Wir haben hier den Schafwolldünger. Den streuen wir jetzt erstmal grob auf dem Stück aus. Dann kommt zusätzlich hier noch Wurzelaktivator für Gartenpflanzen und Rasen rein. Der gibt gerade am Anfang nochmal einen kräftigen Schub, dass die Pflanzen ja auch wirklich Wurzeln bilden. Gerade bei den Steckzwiebeln am Anfang kann das nicht schaden. Ja, und zusammen mit der Schafwolle, einem Langzeitdünger, sollte das Ergebnis dann wirklich super sein. Wurzelaktivator, der das Ganze erstmal zum Wachsen bringt, und der Langzeitdünger, ja, die Schafwolle, sollte das Ganze dann prima ergänzen. Fangen wir an, Stecken von Zwiebeln. Nicht wirklich schwer, aber kleiner Tipp von mir, wirklich sehr tief stecken, ruhig 2 cm in die Erde, denn wenn die Wurzeln rausgedrückt werden aus der Zwiebeln, schiebt sich die Zwiebel wieder ein bisschen hoch und oft denkt man dann, waren die Amseln oder die Vögel da, aber nein, die Wurzeln drücken sich einfach nach oben, das ist ein ganz normales Wachstumssignal und deswegen ruhig die Zwiebel ein bisschen tiefer stecken, die kommen noch wieder hoch genug. Ja, ich hatte über den Winter Knoblauchknollen vergessen, ja. Zu meiner Trauer leider von 3 Stück nur so wenig übergeblieben. Der Rest ist mit der Feuchtigkeit leider angefangen zu schimmeln, aber es war doch noch ja, ein bisschen über, was ich noch aussäen konnte bzw. stecken konnte. Und oft kommt die Frage, kann man das denn jetzt noch? Ja, es gibt 2 Möglichkeiten, einmal im Herbst zu stecken. Das ist schon möglich, um eine verfrühte Ernte zu bekommen und zum Beispiel ja, früher ernten zu können und einfach ein bisschen versetzt ernten zu können. Was allerdings auch wichtig ist, ist frosthart. Viele fragen immer, geht er dann nicht über den Winter kaputt? Nein, das ist kein Problem. Knoblauch, Steckzwiebeln, zum Teil auch Getreide, Wintergemüse natürlich. Es gibt viele, ja, sinnvolle Kulturen, die man auch über den Winter anbauen kann. Die erste Aussaat Mitte März ist somit geschafft und hier seht ihr schon mal einen kleinen Exkurs. Bokashi und effektive Mikroorganismen. Das ist ein kleiner Aufruf an euch. Habt ihr dort Tipps für mich? Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar, denn ich habe sowas noch nie gemacht, aber es soll auf jeden Fall in naher Zukunft mal passieren. Ja, dann geht's weiter mit den Kartoffeln. Auch das ist eine Kultur, die durchaus auch schon Ende März geht. Letztes Jahr haben wir die Mitte März vorkeimen lassen. Dieses Jahr habe ich die leider erst sehr spät bestellt. Deswegen kommen die jetzt Mitte März nicht wirklich vorgekeimt in die Erde, aber beides ist kein Problem. Bei Frühkartoffeln oder mittelfrühen Kartoffeln könnt ihr Ende März schon legen, weil dann erst Mitte April die Keime draußen sind und da gehen sie auch nicht kaputt. Hier seht ihr meine Erdbeerplatte, mein ganzer Stolz. Wenn ich die Schärfe mal ein bisschen wegmache, seht ihr auch das kräftige Grün deutlicher. Die wachsen wirklich sehr gut. Genauso wie die Chilis in diesem Jahr, die sind deutlich weiter, bisschen weiter hinterher hängen. Dagegen die Paprikas, die stehen da in der Mitte mit der 15 und der 25. Ja, die Erdnuss da in der Mitte, leider momentan nur eine, aber ich habe noch mal nachgesät und rechts die Chilis, die sind dieses Jahr einfach gut gewachsen. Kistenweise Saatgut haben wir jetzt momentan, das auch mit in den Garten wandert. Links die Kisten für die Freilandaussaaten im April, das ist wirklich ein Monster-Aussaatmonat. Dann in der Mitte Zucchinis, Kürbisse und Gurken, das was Mitte April vorgezogen wird. Und rechts haben wir Buschbohnen, Kräuter und Salat, das was Mitte Mai dann noch so kommt. Hier habe ich eine Platte für mich selber vorgezogen und zwar sind das zum Beispiel Physalis, die Paprika, Karamell, Auberginen und Pepino. Ja, hier seht ihr die ganzen Paprikas. Mittlerweile hat sich da auch was getan. Die 250 Stück sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Langsam kommen die Paprikas auch in Quark. Und hier mache ich auch nochmal die Schärfe weg. Dann seht ihr das Grün auch mal deutlicher. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Wie weit seid ihr mit der Anzucht? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Was liegt momentan so an? Ja. Anzucht liegt momentan natürlich noch, aber je wärmer es wird und je sicherer die Temperaturen auch nachts sind, desto mehr Pflanzen können in den Garten, in den Folientunnel und ins Gewächshaus. Momentan ist es aber noch kritisch, da viele
Temperaturen hier nachts noch an die 2 Grad gehen. Und das ist mir einfach, ja, so eine magische Grenze. Nächte unter 5, 6 Grad, dann würde ich es vielleicht riskieren, weil in den Morgenstunden, wenn die Sonne auf den Folientunnel steht, direkt sich die Temperatur wieder auf 20 Grad steigt. Ja, in einem der nächsten Videos, schon mal eine kleine Ankündigung, werden wir eine kleine Bodenanalyse machen. Damit können wir nicht nur den pH-Wert, sondern auch den Nährstoffgehalt im Boden ermitteln. Das werdet ihr aber im nächsten Gartenrundgang sehen, denn da hatte ich einfach noch keine Zeit für. Das Bodenergebnis kann man dann diesen Teststreifen einscannen und man kann sich das im Internet dann bei dieser Firma anschauen und dort seine Ergebnisse vergleichen und sich direkt auch eine Düngeempfehlung holen. Tomatenaussaat, vielleicht habt ihr das Video schon gesehen, ansonsten jetzt mal rechts aufs i klicken, dort findet ihr das Video, das könnt ihr euch gerne nach meinem Video jetzt noch anschauen. Dort geht es dann genauer um die Tomaten. Ja, jetzt wollen wir aber auch die Kartoffeln legen. Wie läuft das Ganze ab? Drei Mann, der erste geht mit dem Fünfzack vorher, lockert den Boden auf. Dann kommt die nächste Person, zieht eine Rille, da werden wir die Kartoffeln gleich reinlegen. Dafür nutzen wir einfach so ein ganz normales Gartenwerkzeug. Ich weiß jetzt nicht den Fachbegriff, aber das funktioniert ganz gut. Damit machen wir dann erstmal eine kleine Rille. Und wie läuft das, wenn man das schnell macht? Genau. Boden lockern, Rille ziehen. Dann kommt die Frau mit dem Dünger. In diesem Fall verwenden wir Schafwolle. Ja, manche würden sagen, das ist vielleicht ein bisschen viel Schafwolle, die wir da reinsetzen. Aber Kartoffeln, die können Nährstoffe sehr gut, ja, gebrauchen. Und Kartoffeln und beziehungsweise auch der Kleedünger sollen ja auch den Dünger über einen längeren Zeitraum haben. Und dieser Schafwolldünger, der zersetzt sich langsam, bildet auch ein bisschen Möglichkeit, Wasser zu speichern. Genau. Und dann kommt die dritte Person hinterher und legt die Kartoffeln. Klar, es gibt noch Möglichkeiten, nochmal mit einem Dreizack da jetzt durchzugehen und den Dünger einzuarbeiten. Da sich der aber wirklich langsam auflöst, haben wir gedacht, dass es so auch ganz gut funktioniert. Ja, Person Nummer 1 fängt hinten wieder an, die Reihe zuzuziehen. Vorher am besten genau noch einmal auflockern, denn dann kann man die Dämme gleich viel höher ziehen. Warum wir direkt anhäufeln, ist einfach, so, weil wir dementsprechend uns einen Arbeitsschritt sparen. Wenn die Kartoffeln irgendwann schon rauskommen, dann schüttet man die immer wieder zu, hindert die auch ein bisschen. Und wir sind eigentlich immer damit ganz gut gefahren. Denn so können wir vielleicht auch nochmal eine Woche oder 2 Wochen früher aussäen, beziehungsweise die Kartoffeln auslegen. Denn wenn die Pflanzen rauskommen, ist es wahrscheinlich schon Mitte, Ende April und die Temperaturen werden nicht mehr so kalt. Allerdings ist bei mittelfrühen und Frühkartoffeln auch nicht wirklich ein Problem, wenn mal ein Frost an die Pflanze drankommt. Ich sage euch Leute, wir haben 12 Kilo Pflanzkartoffeln gelegt, insgesamt 14 Reihen mit 15 bis 18 Kartoffeln pro Reihe. Das war wirklich eine Arbeit, da wussten wir, was wir abends getan haben. Aber dennoch Kartoffeln, eine super einfache Kultur, einmal ausgelegt. Dann ein bisschen das Unkraut zwischenher sammeln, das Gießen nicht vergessen und dann schaut man gefühlt das nächste Mal bei der Ernte, was mit den Kartoffeln los ist. Wer Kartoffeln noch nicht angebaut hat, ist wirklich was, was im Nutzgarten, Biogarten, Selbstversorgergarten, Hobbygarten überall dazugehört. Wir haben einmal einen Fünfzack, einmal einen Dreizack. Mit einem Dreizack kann man ganz gut dann die Rillen zwischen den Dämmen noch einmal auflockern, um eventuell auch noch mal Häufelungen nachzuziehen. Ja, jetzt tun wir wieder Dünger rein. In diesem Fall ist es Kleedünger. Auf der Verpackung steht 4 Hände pro Quadratmeter. Wir haben in eine Rille, die 1 Meter lang ist, 2 Hände reingetan. Das sollte dann ungefähr von der Menge her passen. Diese beiden Dünger haben wir dieses Jahr im Test. Und zwar ist es einmal der Kleedünger von Kleepura und einmal der Schafwolldünger von Florapel Biodünger. Beides ökologische Dünger. Wichtig ist zum Beispiel Möhren oder Zwiebeln mögen diesen Dünger nicht ganz so gerne, weil dieser Geruch von den organischen Düngesubstanzen gerne auch die Fliegen, zum Beispiel die Zwiebelfliege, anlockt oder auch für die Möhren. Deswegen würde ich da auf andere Dünger setzen. Vielleicht einfach mal mit einer Pflanzenjauche nachdüngen. Was sind eure Lieblingskartoffelsorten? Da können wir auch gerne mal drüber sprechen. In diesem Fall haben wir folgende Kartoffelsorten ausgesät. Und zwar ist es einmal die Nemo, eine rotschalige mit gelben Flecken. Dann haben wir die Rosara, das ist eine komplett rotschalige. Wir haben die Bamberger Hörnchen, auch sehr bekannt, eine kleine, länglich gezogene.
Und dann haben wir 5 Kilo von der Sieglinde und 5 Kilo von der Nicola. Ich glaube, die Nicola war sogar 2016 oder 2017 die Kartoffel des Jahres. Deswegen haben wir uns überlegt, soll die Sorte auch mal bei uns im Garten Einzug erhalten? Die Sieglinde, die hatten wir davor die Jahre auch schon. Eine ganz normale, ich sag mal Standardkartoffel, die ist bei uns auch immer ganz gut gewachsen. Kommt auch mit wenig Wasser aus, gerade in Hitzesommern ist das natürlich ein super Kriterium. Ja, Kartoffeln überhaupt anhäufeln oder nicht, das ist immer so eine Frage. Denn wenn man im Sommer die Kartoffeln gießt, läuft das Wasser natürlich an den Dämmen von den Kartoffeln weg. Allerdings, wenn man genug Wasser auf die Fläche packt, dann kommt trotzdem Wasser an die Wurzeln und die Wurzeln sollen sich natürlich auch ausbilden und sich den Weg zum Wasser suchen. Deswegen haben wir uns dieses Jahr auch wieder für die Dammkultur entschieden. Hochbeet-Aussaaten. Dieses Jahr sind wir echt spät dran mit den Hochbeeten. Die sind ja ein bisschen höher als, ich sag mal, eine normale Freilandaussaat, eine Bodenkultur, deswegen auch ein bisschen frostgeschützter. Jetzt haben wir Kulturen, die man durchaus auch Anfang April schon ins Freiland setzen kann, ausgewählt. Aber wir wollten jetzt auch endlich in den Hochbeeten starten. Spinat, Mangold und Lauchzwiebeln kommen hier in das erste Hochbeet. Und wir fangen mal an mit dem Spinat. Wir haben da einfach ein paar Rillen gezogen. Letztes Jahr haben wir die Hochbeete befüllt mit der Leckererde von Floragard. Die ist vegan aufgedüngt, torffrei, eine super Erde, also fürs Hochbeet. Habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Wie wir Hochbeete upgraden für diese Saison, das werdet ihr dann auch in einem der nächsten Teile sehen. Denn da ist es wirklich nochmal wichtig, ein bisschen umzuschichten, ein bisschen neue Erde aufzufüllen. Denn jedes Jahr rutscht das Hochbeet bzw. der Inhalt ja ein wenig runter. Weiter geht's hier mit Mangold. Hier haben wir die Sorte Bright Lights. Das ist dieser bunte Mangold. Da haben wir wirklich alle Farben dabei: Gelb, Rot, Orange, Lila und Weiß. Wirklich eine super Mischung. Die Sorte kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Gibt's bei mehreren Herstellern im Sortiment. Ich habe euch mal welche in die Videobeschreibung gepackt. Ja, Radieschen, Sorte Easter Egg. Bunte Mischung. Ich mag einfach bunte Farben an Gemüse. Erhöht für mich ein bisschen die Vielfalt und sieht auch beim Auge natürlich sehr, sehr gut aus. Deswegen diese Sorte, da kommen gleich 4 rein in die Erde. Ja, weiter geht's im nächsten Hochbeet mit roten Rüben, hier von Rheinsaat, dann die Mairübchen und die Lauchzwiebeln. Dann geht's auch schon weiter mit der nächsten Freilandaussaat, was man hätte auch schon im Herbst machen können. Allerdings haben wir uns jetzt dafür entschieden, das jetzt erst noch zu machen. Wir waren nämlich erst gar nicht auf die Idee gekommen, das nochmal zu machen, weil letztes Jahr haben die Vögel leider alles weggefressen. Hier geht es um Weizen. Wir wollen es aber einfach nochmal probieren, in kleinem Stil nochmal ein bisschen Getreide anzubauen. Auch wenn es letztendlich wieder nur Vogelfutter wird für die Gartenvögel, für die Wildvögel, die sich das vielleicht auch schon direkt vom Strauch holen, wie es im letzten Jahr war, haben wir gesagt, da können wir den Platz entbehren. Das ist neben dem Folientunnel auch ein recht neues Beet. Ihr seht noch sehr viel Grasplaggen und Beikräuter mit drin. Das haben wir in dem Sinne mit dem Getreide jetzt auch ein bisschen als Zwischenfrucht genutzt. Ganz einfach ein paar Reihen gezogen, Getreide rein, das Ganze wieder zu. Auch hier haben wir in dem Fall mit Schafwolle aufgedüngt. Generell zum Thema Düngung. In der letzten Saison haben wir 2 große Fehler gemacht. Wir haben nicht gedüngt und wir haben nicht gegossen. In der ersten Gartensaison wollten wir erstmal schauen, wie der Boden ist. Wir haben letztes Jahr den Garten bekommen, haben die erste Saison gehabt, waren relativ schwach. Zum Beispiel der Mais war nur 1,50 Meter groß und auch andere Kulturen sind nicht ganz so optimal gewachsen. Und wir hatten bis Mitte Sommer keine Bewässerung. Dann wurde aber ja der Brunnen gebohrt. Habt ihr vielleicht alle mitbekommen, wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut. Und seitdem haben wir auch Wasser. Das sind 2 Dinge, die wir dies hier auf jeden Fall beachten. Düngergabe und Wasser, dann sollten die Pflanzen deutlich besser wachsen. Hier an den Zaun, da haben wir auch ein neues Beet. Und da haben wir uns gedacht, ist natürlich ganz optimal, Erbsen davor zu setzen. Sorte Schweizer Riesen. Die ranken nämlich super hoch, können bis 1,5 Meter werden. Und deshalb haben wir gedacht, machen wir das natürlich an dem Zaun, denn dann sparen wir uns die Rankhilfe, wenn wir die einfach daran hochranken lassen. Davor kommen jetzt noch Puffbohnen, beziehungsweise auch dicke Bohnen genannt. Ja, manche fangen schon im Februar an. Ich habe gedacht, die kommen jetzt bei uns einfach noch ins Freiland. Auf der Tüte stand bis Ende April, dann sollte das auf jeden Fall jetzt Ende März noch möglich sein. Die hintere Reihe am Zaun, Erbsen, Schweizer Riesen und die vordere Reihe. Die dicken Bohnen bzw. Puffbohnen. Ich glaube, die Sorte hieß Perlia.
Ja, kleiner Blick ins Gewächshaus. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann säen sie auch noch heute. Für den Jungpflanzenverkauf haben wir 125 Kräutertöpfe vorgezogen, jede Menge Salate, 100 verschiedene Melonen. Und auch im Freiland geht's hier natürlich immer weiter. Freiland, jetzt auch Mangold, Radieschen, wir sind mittlerweile am 28.03. Lauchzwiebeln und Porree, das kommt auch noch alles hier in die Erde. Hier werden wir auch nochmal mit Schafwolle aufdüngen. Den Kleedünger, den haben wir zum Beispiel bei den Kartoffeln mit eingearbeitet. Und ja, hier seht ihr jetzt auch schon, dieses Stück soll es werden. Darauf werden wir jetzt weitere kurze Kulturen, die jetzt Anfang April schon möglich sind, anbauen. Ja, das war es jetzt auch schon von dem Video. Wir haben jetzt mittlerweile 16 Minuten um und ich finde, es war ein ganz schöner Zusammenschnitt von den letzten 2, 3 Wochen. Wir haben im Garten wirklich einiges geschafft, jede Menge Aussaat. Ihr habt es gesehen, der Folientunnel wird immer voller. Auch die Tomaten haben wir dieses Wochenende ausgesät. Wir haben wieder Wasser im Garten, wir haben die Wasserversorgung angeschlossen, wir haben das ganze Tierheimgelände gemäht. Es wird langsam einfach Frühling. Die nächsten Tage soll es 20 Grad werden. Leider danach auch wieder etwas kälter. Aber dieser Frühjahr, der kommt einfach nicht in Fahrt. Ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ein bisschen Vorfreude auf die Gartensaison machen. Und ihr seht es auch in meinem Garten, es wird immer mehr. Ich hoffe, bei euch ist es genauso. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Gärtnern und natürlich auch viel Erfolg in dieser Gartensaison. Lasst mir gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Bis demnächst. Und ciao.